Nehmen wir uns einfach ein bisschen Feuer, ne? Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Jawohl. Leute, wir kommen voran. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia, der Complete Journey. Wir haben jetzt hier schön die Gurke der Erkenntnis und mit der schauen wir mal, was wir jetzt anstellen können. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen, sonst dreht er einem den übelsten Mist an. So, und auch da weiß ich natürlich schon Bescheid, wo wir da was mitmachen können, und zwar beim Doc. Im Gadget Shop können wir jetzt die Gurke der Erkenntnis schreddern. Ne, nicht wirklich, aber wir können, ne? Oh, Gurke der Erkenntnis, offenbare mir deine Weisheit. Jetzt wird's cool. Es kommt voll der Drogentrip. Schaut euch seine Augen an. Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Ich verstehe. Raffiniert. Ich muss nur diesen Blechbruder dazu bringen, die Brille aufzusetzen. Und dann? Egal. Irgendwas Raffiniertes. Ja, definitiv. Das kriegt man schon hin. Kaputt gemacht. Haben wir sie noch gar nicht. Stimmt, ja. Jetzt dann bin ich aber mal gespannt. Dann machen wir sie schnell kaputt, würde ich sagen. Au! Au, 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 au. Die unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit müssen wir jetzt kaputt machen. Die müssen wir jetzt zerstören, die unzerstörbare. Und deswegen kommen wir erstmal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Au! Anti-Schwerkraft-Sonnen. So. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. Mache ich ja auch nicht, denn laut Etikett ist diese Sonnenbrille hier unzerstörbar. Das ist korrekt. Na dann. Schön. Und jetzt? Diese unkaputtbare Sonnenbrille ewiger Finsternis ist der reinste Nepp. Bitte schildern Sie den Grund Ihrer Unzufriedenheit. Naja, sie ist kaputt. Darf ich die defekte Ware einmal sehen? Hier, wie ich gesagt habe, totaler Schrott. Das sind nur Kratzer. Die Brille ist noch vollkommen funktionsfähig. Sehen Sie, sie ist so gut wie neu. Lass das Theater, die Brille ist kaputt. Nanu, wo sind Sie denn? Ich kann Sie gar nicht sehen. Dieses unkaputtbare High-End-Gerät verhindert meine Sicht. Was für ein überwältigendes Erlebnis. Hallo. Hallo. Was man sich hier anhören muss. Ja, das heißt, jetzt kann er uns ja nicht sehen. Das heißt, ne? Aham. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Hehe, Ast rein. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Ja, wirklich hübsch. Kann ich mit dem eigentlich reden? Herzlich willkommen. Es bedient Sie. Wie kann ich Ihnen...
Tatsächlich. Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie Sie rumlaufen zum Beispiel. Warum sagt das nur immer jeder? Bist du ein Roboter? Der Gadgeteer hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Wo kann der Gadgeteer nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Der Gadgeteer ist also verheiratet. Ja, Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Ich bin dann mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Fun Fact, in der ursprünglichen Aufnahme habe ich das noch nicht gemacht. Aber ist, ne? Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Aua. So. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Ja, richtig gut hast du das gemacht. Die Sache ist jetzt die. Wir brauchen bei Klein Venedig diesen Drachen der Unsichtbarkeit, um da reinzukommen. Aber wenn wir den verwenden wollen... Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Haben wir ihn verloren. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie man ihn behält. Deswegen machen wir dabei was anderes, würde ich sagen. Und zwar, lasst mich überlegen, wir holen uns mal das letzte Ei, würde ich sagen. Wo war das doch gleich? Das war vor Docs Werkstatt, genau. Das habe ich in der ursprünglichen Aufnahme auch noch nicht gemacht gehabt. Da habe ich die Aufnahme eigentlich beendet, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch gemacht habe. Wahrscheinlich gar nichts, weil ich da halt mehr rumgerätselt habe. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool, genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Laut Fiebel ist das cool. Verdammt. Laut Fiebel cool. Verdammt. Okay, wieso kriegen wir das nicht raus? Muss ich da erst, Moment. Unten ein Feuer machen oder wie? Kohle, Kerze. Faden, Flusen. Nee. So schön viel Potenzial. Warte, ich hab doch Kohle. Genau. Kohle, Kohle, Kohle. Und dann muss ich das irgendwie anzünden. Ja, aber sie ist aus. Wie kann ich das jetzt anzünden? So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Wie hat man den jetzt angekriegt?
so hervorragend dies hier. Außerdem. Ich weiß es nicht mehr. Wie hat man. Oh, doch, ich weiß. Ich habe eine Idee. Spelunke. Ich würde gern zur Spelunke. Da ist ja eine Kerze. Nehmen wir uns einfach ein bisschen Feuer, ne? Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Jawohl. Leute, wir kommen voran. Dann gehen wir halt nach Klein-Venedig. Und Industriegebiet zum Dock. So. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. So. Können wir jetzt das Ei im Schornstein schnappen? Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Und das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Ja, und das ist es nämlich schön hier reingehupft. Genau. Und wieder schön mit den detaillierten Animationen, aber ich würde sagen, hier befragen wir erstmal Poki, weil ich glaube, hier hat er wieder was Witziges zu sagen und ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich gehört, er mag Minigames. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich mag ja Minigames, was durchaus peinlich ist und auch zu schweren Körperverletzungen führen kann, nämlich dann, wenn man auf dem Schulhof zum Beispiel verprügelt wird, weil ein Familienmitglied einer ähnlichen Obsession verfallen ist. Moment, Poki, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich verlasse das Ganze hier mal. Und, Was, Mann? Ja, das ist überall irgendwie gerade ein bisschen buggy. Ich lade mal den Speicherstand vom vorigen Mal spielen. Und jetzt muss ich es halt nochmal anzünden. Ihr seht schon, da habe ich es eigentlich nicht gemacht, aber bei 12 Minuten, damit will ich euch jetzt nicht gehen lassen. Da habe ich den Drachen noch im Ding, ist ja jetzt auch wurscht. Aber ihr seht, im Großen und Ganzen haben wir dasselbe im Inventar. Waffenladen. Klein-Venedig. In den Hafen. Genau. Spelunke und jetzt brauche ich halt das Feuer wieder. So kann man das alles schön abkürzen, weil wir es ja schon kennen. Haben wir es? Ja, haben wir. Klein-Venedig, Waffenladen, Docks Werkstatt und okay, läuft währenddessen nicht weiter, schade, aber dann zünden wir mal an. Zack. Rauf. Rüber. Okay, das Rüberlaufen kann man nicht abbrechen. Schade. Voll die Mario-Röhre da unten. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich mag ja Minigames. Was durchaus peinlich ist und auch zu schweren Körperverletzungen führen kann. Nämlich dann, wenn man auf dem Schulhof zum Beispiel verprügelt wird, weil ein Familienmitglied einer ähnlichen Obsession verfallen ist. Und dafür handelt der folgende Song. Ja, ich mache einen Song, genau. Er geht etwa so. Deine Mutter spielt nach Walkthrough und besorgt sich fremde Saves. Deine Mutter spoilert in den Kommentaren von Kongs Let's Plays. Deine Mutter fangirlt Rehawk, Sarazar und Sergeant Rumpel. Deine Mutter covert Hussa und schickt es an deine Kumpel. Doch all das ist ein Falls, die Eisbergspitze des Problems. Viel schlimmer ist doch deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames.
Minigames. Eine Mutter hängt bei Edna bereits in der Zelle fest. Deine Mutter kauft auf eBay Karten für einen Beta-Test. Deine Mutter skippt die Cutscene, deine Mutter klickt den Text weg. Deine Mutter postet Pics von sich mit Omi-Liebe-Hashtag. Deine Mutter cosplayt Bosos Kutter und postet die Fotos. Deine Mutter sucht in Black Arts nach dem Leopard-Modus. Doch all das wäre doch okay. Der wahre Grund, dass du dich schämst, ist natürlich... Deine Mutter mag Minigames. Ja, deine Mutter mag Minigames. Deine Mutter mag Minigames. Ist das ein Stromumkehrer da oben? Deine Mutter mag Minigames. Also da beim Textrahmen. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ganze hier gelöst bekommen. Also hier muss es rausrollen. Und ich kann es nur so stöpseln. Das heißt, es muss von hier oben kommen. Das heißt, es muss hier irgendwie rein. Was wiederum heißt, es muss von hier kommen. Dann heißt, es muss hier rein. Das heißt, es muss da rein. Was heißt, es muss hier rein? Okay. Ja, das bringt ja nichts. Das rollt ja dann an dieselbe Stelle. Ich glaube, ich muss das hier erstmal rüber eiern. Und jetzt eiert das hier rum. Und ich muss das eigentlich hier hochbringen, glaube ich. Und dann habe ich es auch schon, oder? Ja, bravo, bravolös gelöst, würde ich sagen. Oh. Voll bescheuert. Autsch! So, jetzt haben wir ein nettes Schnabeltier in unserem Inventar. Ich sollte es schnell zu deinem Nest bringen, bevor der ganze Mantel in Flammen steht. Ja, jetzt stell dich nicht zu Anrufus. Zuerst mal muss ich meine Verabschiedung machen, weil dieser Part ist damit auch erstmal zu Ende. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia The Complete Journey. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.